Willkommen zurück zu Tekken 5. Ja, das letzte Mal hatte ich mit Julia Cheng den Starkampf durchgespielt und das letzte Mal hatte ich auch angekündigt, dass ich wieder den Arcade-Kampf spiele mit die Capoeira-Kämpfer. Es sind nur noch 4-5 Ränge bis zum letzten Rang. Ja. Christy Montero. Gut. War mir gerade ziemlich unsicher, ob Viereck oder Kreis Christys erstes Kostüm war. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt meistens ein bisschen unfair kämpfen. Also mit Eddie werde ich das, wie gesagt, auch nicht mehr spielen, weil er mir langsam zu blöd geworden ist. Okay, doch. Im Story-Kampf werde ich noch mit ihm einmal spielen, um seine Geschichte zu zeigen, aber im Großen und Ganzen ist es auch wieder dasselbe wie bei Christy Montero. Also wie in Tekken 4, dass er dasselbe Endvideo hat. Trotzdem sei er auch seine Chance bekommen. Toll, 3000 Gold. Get ready for the next battle. Final round. Fight. Der fällt aber auf. Den kriegt jedes Mal rein. Ich trete ihn weg, dann mache ich ihn diesen Sprung. Und dann wieder trete ich ihn weg, er blockt und dann mache ich wieder den Sprung. You win. Ernsthaft? Schon wieder mal drei. Get ready for the next battle. Oh, mein Auge brennt. Final round. Fight. Ups. Get ready for the next battle. Ich hab keine Lust. Hä? Stand da nicht Lay? Oder hab ich mich verlesen? Final round. Hab mich tatsächlich Fight. Verlesen. Nein, was machst du so cool? Ich schwöre, ich werde irgendwann den Controller ersetzen und den dann, den ich jetzt habe, zerschrotten. Weil der Import einfach nicht mal richtig stimmt. Ich frage mich, ob trotzdem Eddie ein, also als Geistercharakter vorkommt, außer im Story-Modus. Na, ich hatte fast perfekt gehabt, du Kuh. So. Good night. Ich weiß nicht, kam schon Gottheit oder? Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Final round. Ja, kam schon. Mobius, Ukraine. Blödmann. Egal, ich warte so nach dem Kampf. Ja, natürlich. Was soll die Frage? Also wie gesagt, ich werde so nach diesem Kampf da erstmal einen Zwischenspeicher machen. Get ready for the next battle. Brian.
Furi. Final round. Fight. Jacqueline Französisch und der Champion. Puh! Aber hast noch so zum Glück noch geregelt. Hey, did you hurt yourself? Gegen Steve habe ich keine wirkliche Lust und den unten habe ich vergessen, aber es war glaube ich so virtuoso, oder? Final round. Eigentlich habe ich auf alle drei keine Lust. Auch wenn ich den dritten Charakter vergessen habe. Komisch, wenn ich aber unten bin, dann treffen die Gegner. Aber wenn er der CPU unten ist, dann treffe ich ihn. Ist das euch schon mal aufgefallen? Mann! Das sollst du machen! Ich glaube, ich werde gegen Bruce verlieren, so wie das letzte Mal. Aber naja, was soll's. Final round. Fight. Einfach ein Tritt. Hä, ich hab ihn doch schon weggeschlagen, oder? Oder nicht? Na, manchmal geht es so schnell, dass man nicht. Dass das Auge nicht hinterherkommt. Deswegen kann ich, sage ich auch manchmal, dass es Betrug oder so war, weil es manchmal vom Augen her so aussah. Hey, did you hurt yourself? Das ist gerade das höchste Rang. Vierter dann, sag mal, wer hasst Teddybär oder so? Katsuya hat er, glaube ich. Kann sein, dass er gerade in der Luft war. Obwohl ich keine Lust habe gegen ihn. Jawohl, das war mir so klar. Nein. Was machst du, Kuh? Kriegst ja. Ach, hä? War Rot nicht schon dran? Okay, dann wissen wir die Position, Alter. Sieht ein bisschen eklig aus mit ihrer linken Hand. Oder linken Arm da. Wieso? Das sah so verkrüppelt aus. Aber jedenfalls, ich dachte, Rot war schon okay. Dann weiß ich Bescheid. Kriegsherr war auch drüber. Stimmt, danach kommt, glaube ich, Eroberer. Was ich auf einer anderen Memory Card das höchste Rang habe. The King of Iron Fist. Höher habe ich das nie geschafft. Get ready for the next battle. Schon 8,5 Minuten. Final round. Fight. Ja klar. Mann, ich möchte wieder die andere Seite. Ich kann von dieser Seite gar nicht kämpfen. Du bist echt ein Arschloch. Was? Achso. Ja, ich hab's mit Absicht so gelassen. Nee! Nicht nochmal gegen ihn. The King of Iron Fist Tournament, Christy Montero. Gut, dass ich noch Kriegsherr bin. Get ready for the next battle. Ansonsten hätte ich es jetzt bitter bereut, dass ich jetzt einfach es so abgebrochen habe. Go. Final round. Fight. Können wir auch einmal
ausführen, was ich manchmal sage. Manchmal macht sie echt wirklich was anderes. Man merkt langsam von Controller, dass der Import nicht mehr richtig funktioniert. Mann! Sorry, wenn ich gerade geschrien habe. Achso. Jetzt fühle ich mich dann wirklich wieder verarscht. King of Iron Fist Tournament, Christy Montero. Get ready for the next battle. Wenn ich jetzt noch 1 bis 3 Kämpfe weiterhin verliere, dann steige ich wieder ab. Final round. Fight. Stimmt ja, Gott hat es dann auch gehört. Christy, tu mir jetzt eingefallen. Mach doch mal einmal ordentlich mit. Ohne Hirnart amputiert zu sein. You win. Boah. Get ready for the next battle. Final round. Dann sind jetzt, glaube ich, 4 Ränge nur noch. Wir haben dann noch Gottheit gesehen und der kommt, glaube ich, danach. Ja, du sollst beenden den Scheißmodus. Ich weiß, es kommt jetzt so rüber, als könnte ich nicht verlieren, aber ich habe auf so eine Scheiße keinen Bock. The King of Iron Fist Tournament, Christy Montero. Weil man hier sehr schnell absteigen kann, habe ich das recht keine Lust, dauerhaft Kämpfe zu verlieren. Nein, ernsthaft, man kann hier recht schnell absteigen. Aufsteigen dauert natürlich lange, aber absteigen sehr schnell. Besonders, weil man einige Kämpfe gewonnen hat. Boah. The King of Iron Fist Tournament, Christy Montero. Get ready for the next battle. Krieg ich erstmal einen ordentlichen Kampf wieder und durch den Hurensohn-Kampf? Sorry für den Ausdruck, aber ist so. Final round. Fight. Klar. Sorry, ich habe keine Lust mehr darauf. Auch wenn ich jetzt diesmal kein Kostüm zeige. Tut mir leid für den Rage Quit. Ich werde das andere Mal spielen, um ehrlich zu sein, ich habe wenig Schlaf gehabt, beziehungsweise habe ich die Nacht ein bisschen durchgemacht. Und wenn man ja müde ist, dann wird man erst recht schnell gereizt und weil ich gerade extrem, also fast auf 180 Grad bin, also ich komme jetzt dann wirklich da drauf, mach ich lieber vorher aus. Klar, okay, das war es ein bisschen mit Ken zu tun. Ich bin auch kein Anfänger mehr. Es liegt einfach nur daran, weil die es hier ein bisschen noch, wie soll ich sagen, nicht zu schwer gemacht haben, einfach nur Scheiße gemacht haben. Mit den Kämpfen. Okay, gut, klar, die sind ein bisschen höher, aber trotzdem. Nee, tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.